Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Herr Kollege Müller hat die Möglichkeit zu erwidern, und er erwidert. Ich antworte, Herr Kollege Hahn, nur mit einem Satz des vormaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Die Verfassung ist unteilbar. Herzlichen Dank, Herr Müller. Wir fahren dann in der üblichen Reihenfolge fort. Und das heißt, dass jetzt das Wort hat der Kollege Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit Blick auf die vorangegangene Debatte möchte ich doch eine Vorbemerkung machen, eine Vorbemerkung zu den Rechten des Parlaments. Nach meiner Kenntnis der verfassungsmäßigen Ordnung kann die Änderung an einem einfachen Gesetz im Hessischen Landtag auch mit einer einfachen Mehrheit des Hessischen Landtags beschlossen werden. Das kann einem gefallen. Es kann einem auch nicht gefallen. CDU und GRÜNE beschließen hier ständig Gesetze und Anträge, die mir meistens überhaupt nicht gefallen. Formal aber ist es so, dass es erst einmal ein gewöhnlicher, ein banaler Vorgang ist. Soweit zu den Formalien. Viel interessanter ist es doch, wenn man sich den Inhalten zuwendet. Und die von Schwarz-Grün jetzt hier beabsichtigte Veränderung, die Änderung der Zweidrittelregelung, ist inhaltlich alles andere als banal. Denn sie könnte der Anfang vom Ende der Schuldenbremse sein. Und daran werden wir arbeiten. Das ist auch deswegen nicht banal. Es ist auch deswegen nicht banal, weil bei allen Diskussionen um formale Abläufe Menschen, die politisch aktiv sind, insbesondere an einer Stelle wie hier im Hessischen Landtag, daran gemessen werden, was sie vorher politisch eingefordert haben. Und mindestens die hessische CDU muss sich bei der Vorlage dieser Änderung dem Widerspruch oder der Einschätzung aussetzen, dass sie diese Änderung nicht aus tiefsten politischen Überzeugungen unternimmt, sondern vor allem aus machtpolitischen Erwägungen. Das zeigt ein Blick allein auf ihre Verlautbarung der letzten 10 Jahre. 2013 war es doch die CDU, die auf Vorschlag der FDP diese Zweidrittelregelung unbedingt wollte. Der Kollege Pentz konnte seine Begeisterung für dieses wegweisende Quorum im Hessischen Landtag kaum unterdrücken. Und es war doch die hessische CDU, die uns 10 Jahre lang gepredigt hat, dass es darum geht, die schwarze Null und die Schuldenbremse brutalstmöglich in diesem Land durchzusetzen. Und wenn Sie jetzt mit einer solchen Änderung kommen, dann ist das alles andere als glaubwürdig, meine Damen und Herren. Und auch die hessischen GRÜNEN, die zwar 2013 gegen die Zweidrittelregelung waren, sollten in dieser Debatte ein bisschen kleinere Brötchen backen. Denn sie waren es auch, die einst das hohe Lied der Schuldenbremse fröhlich geträllert haben und die jahrelang der hessischen Bevölkerung das Märchen von den bösen Schulden und der vermeintlichen Generationengerechtigkeit erzählt haben. Und wenn man nun sie alle nimmt als einstige Befürworter doch der harten Schuldenbremse und sie an ihren eigenen politischen Maßstäben misst, dann bekommen doch CDU und GRÜNE mit dieser anvisierten Gesetzesänderung ein verdammt dickes Glaubwürdigkeitsproblem. Da kommt die erste dicke Krise, und die von Ihnen zu verantwortende Schuldenbremsenarchitektur, die bricht jämmerlich in sich zusammen. Das, meine Damen und Herren, haben Sie sich auch selber zuzuschreiben. Aber kommen wir zurück zum Anfang vom Ende der Schuldenbremse. Wie Sie sich vorstellen können, stehen wir
dieser Änderungen allein deshalb nicht im Weg, weil wir die Schuldenbremse grundsätzlich ablehnen und weil wir es für richtig halten, dass eine Mehrheit des Landtages auch wieder das Recht haben sollte, über die Aufnahme von Krediten für Investitionen und in Notsituationen entscheiden zu können. Wir waren schon immer dagegen, dass die Annahme von der Schuldenbremse nur von 2/3 im Landtag beschlossen werden kann. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, bei der Einführung dieses Gesetzes war es auch der SPD-Abgeordnete Schmidt, der so weit ging, anzudeuten, dass dieses Zweidrittelquorum sogar verfassungsrechtlich bedenklich sein könnte. Die SPD war damals gegen diese Zweidrittelregelung. Heute deutet die SPD an, teilweise zumindest, dass die Abschaffung dieser Zweidrittelmehrheit verfassungsrechtlich bedenklich sein könnte. Da fragt man sich, ja, wie denn nun? Wie war das denn? Wo ist der Unterschied 2013? Wie ist das heute? Ich halte beides für falsch. Das geforderte Zweidrittelquorum für die Schuldenbremse war Unsinn. Es war aber leider zulässig. Schon in der damaligen Anhörung, und wir werden ja heute noch im Haushaltsausschuss das Vergnügen haben, uns diese Anhörungsunterlagen sehr intensiv zu Gemüte zu ziehen, schon in der damaligen Anhörung hat diese Regelung bei vielen Anzuhörenden für völlige Verwunderung gesorgt, weil sie damals schon gesagt haben, na ja, ist doch klar, dass der Landtag bei der ersten Gelegenheit gezwungen sein wird, diese Regelung mit einfacher Mehrheit abzuschaffen. Aber ich finde, wenn ich auf das politische Verhalten von SPD und FDP blicke, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es weniger um die Frage allein der Zweidrittelregelung ging, sondern dass SPD und FDP auch ein wenig gekränkt sind, weil sie eben keinen Platz bekommen haben am Tisch der Regierungskoalition aus CDU und Grünen. Da wären sie gerne dabei gewesen, und jetzt stellen sie sich ein Stück weit auf die Hinterfüße. Und dabei führen Sie das Argument, jetzt hören Sie mir mal zu, ich habe Ihnen auch sehr sorgfältig zugehört, und jetzt in dieser Diskussion führen Sie dann das Argument der Transparenz in die Debatte ein. Auch die Regierenden sprechen ständig von Transparenz. Aber ich will Sie einmal fragen, wie transparent ist eigentlich eine auf Jahre angelegte Haushaltskonzeption, die in Kungelrunden hinter verschlossenen Türen von nur 4 von 5 demokratischen Fraktionen im Landtag geführt werden. Wie transparent sind denn eigentlich solche Kungelrunden? Wir finden sie eigentlich wenig transparent. Bei der Zweidrittelregelung, ich hatte es bei der letzten Debatte schon zitiert, hat mein Kollege Willi van Ooyen damals Folgendes gesagt, 2013. Eine Zweidrittelregelung, die mit einfacher Mehrheit geändert werden könne. Dabei handelt es sich doch um einen ziemlich irrationalen Vorschlag, der wahrscheinlich nur irgendwann als Verhandlungsmasse dient. Ich kann mit Blick auf die heutigen Ereignisse nur feststellen, wie recht unser Willi damals gehabt hat. Bei der Verabschiedung des 141er-Gesetzes durch CDU und FDP 2013, da war die SPD in dieser Hinsicht schon einmal weiter. Da haben sie die Zweidrittelregelung abgelehnt. Und heute suggerieren die hessischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass die Gesetzgebung in Hessen in Richtung autoritärer Staaten rücken würde. Solche Analysen sind da, wo sie eine Virulenz haben, dringend notwendig. An dieser Stelle scheinen sie mir aber sachlich wenig geboten. Ich will das Stichwort von autoritärer Entwicklung gerne aufgreifen. Klatschen Sie nicht zu früh, liebe Grüne. Ich will nämlich das Stichwort autoritär gerne aufgreifen. In der kritischen politischen Ökonomie, einem eher im angelsächsischen Raum verbreiteten Zweig der Wissenschaft von Politik und Wirtschaft, dort werden Instrumente zur Verhinderung einer expansiven Fiskalpolitik im internationalen Maßstab seit geraumer Zeit als disziplinierender oder autoritärer Neoliberalismus bzw. neuer Konstitutionalismus verhandelt. Es geht also darum, eine bestimmte ökonomische Politik mithilfe von rechtlichen Mitteln abzusichern, sie zukünftiger demokratischer Entscheidungen zu entziehen. Ich habe den Eindruck, dass es sich lohnen würde, die Verankerung der Schuldenbremse im Grundgesetz und in der hessischen Verfassung mal als lokalen Ausdruck solcher autoritärer neoliberaler Tendenzen wissenschaftlich zu überprüfen. Die breite Mehrheit hier im Haus
der ging es bei der Einführung der Schuldenbremse letztlich um die Verrechtlichung einer Politik, die in der Konsequenz den Sozialstaat ausgehöhlt, die Unternehmen gepampert und alle Bereiche des menschlichen Lebens den Gesetzen des Marktes ausgeliefert hat. Kritische Ökonomen, Gewerkschafter und Linke haben das immer entschieden abgelehnt, lehnen es heute entschieden ab, und wir werden es auch in Zukunft entschieden ablehnen. Meine Damen und Herren, die schwarz-grüne Landesregierung hat mit dem Gesetz zum Sondervermögen eingestanden, dass sie und mit dieser Regelung der Zweidrittelregelung mit der Änderung hat sie eingestanden, dass sie angekommen ist in der Realität. Sie hat aber zugleich mit ihren ganzen Entwürfen deutlich gemacht, dass sie keine Idee davon hat, wie man Hessen in eine bessere Zukunft führen kann. Die versprochene sozialökologische Erneuerung ist nicht mehr als ein fades Lippenbekenntnis einer ideenlosen Koalition des Weiter-so. Wir wollen, und ich komme damit zum Schluss, einen anderen Weg gehen. Wir wollen Investitionen in Krankenhäusern, Schulen, bezahlbaren Wohnraum, in die Energie- und Verkehrswende und Hessen sozial und ökologisch umbauen. Wenn an der Schuldenbremse gesägt wird, dann werden wir das Sägen nicht verhindern. Aber seien Sie gewiss, das Gleiche gilt für diese Landesregierung. Sie haben jetzt, das ist das Ergebnis der Landtagswahl, eine Einstimmenmehrheit. Die steht Ihnen Stand heute zu. Wir werden jedenfalls in Zukunft dafür kämpfen, dass die Schuldenbremse überwunden und dass diese schwarz-grüne Landesregierung ihr politisches Ende findet. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zunächst einmal ein herzliches Dankeschön dafür sagen. Mein Eindruck war, dass die heutige Debatte um einiges sachlicher war als manche Debatte in den letzten Tagen und Wochen, Frau Kollegin Faeser. Und jetzt gucke ich Sie nur rein zufällig an. Ich nehme mich in den Kreis derer, die sagen, es geht zurzeit um sehr viel. Und da ist es auch in Ordnung, dass man hin und wieder ein bisschen lautstärker streitet, als das bei vielleicht manch anderen Themen der Fall ist. Ich fand das heute in weiten Teilen so, dass wir Argumente ausgetauscht haben, die nach wie vor bei mir jedenfalls den Eindruck hinterlassen, dass sie zu dem politischen Wettstreit in einem Parlament dazugehören. Ich will Kolleginnen und Kollegen, nein, dazu muss man sich nicht bedanken, das halte ich für selbstverständlich, Herr Kollege, aber wenn Sie es noch einmal so hören wollen, dann würde ich es auch noch einmal vortragen. Ich will aber auch sehr deutlich sagen und gucke noch einmal in Richtung SPD und FDP, und das meine ich jetzt sehr, sehr ernst. Ich hätte mich gefreut, wenn es uns gelungen wäre, zu gemeinsamen Entscheidungen und Ergebnissen zu kommen. Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen, verbinde das aber überhaupt nicht mit dem Vorwurf, dass es dazu nicht gekommen ist. Ich hatte beim letzten Mal oder bei den letzten beiden Mal, glaube ich, ausführlich dazu Stellung genommen, warum ich glaube, dass unser Weg der sinnvollere ist, mit Blick darauf, dass 2020 zwar ein Datum, aber nicht der zeitliche Horizont der Krise ist. Sie haben das anders gesehen und für sich anders entschieden. Und das ist, ich will das noch einmal sagen, sehr in Ordnung so. Und das muss man akzeptieren, als Demokrat erst recht, aber auch als jemand, der ansonsten, glaube ich, Wert darauf legt, und das nehme ich für mich in Anspruch, dass wir einen ordentlichen und sachbezogenen Diskurs führen. Ich will aber auch sagen, dass heute hier tatsächlich einiges durcheinandergelaufen ist. Und Herr Kollege Weiß, Sie haben ja eben zwischengerufen bei den Ausführungen des Kollegen Müller, was die Frage der Verfassungskonformität anbelangt. Also ich glaube, eines wird hier niemand bestreiten, dass es zu den Fragen, ist das sinnvoll, dass man mit einfachen Mehrheiten höhere Quoren, also ein Zweidrittel Mehrheitserfordernis beschließt, es damit dann auch mit einfacher Mehrheit wieder verändern kann, dass es dazu in den Anhörungen des Hessischen Landtages sehr unterschiedliche Auffassungen gegeben hat von ganz namhaften Rechtsexperten. Ich könnte jetzt beispielsweise einmal zitieren den damaligen Vertreter des Landes, des Nachbarlandes Rheinland-Pfalz, der genau diese Frage gestellt hat. Und ich glaube, Herr Kollege Weiß, darüber besteht auch gar kein Streit, dass es diese unterschiedlichen Auffassungen gegeben hat. Sie selbst waren einer derjenigen, der diese Frage gestellt hat oder besser gesagt das Zweidrittelquorum damit hinterfragt hat. Und wenn heute an anderer Stelle viel zitiert worden ist, der Deutsche Gewerkschaftsbund, ja, der Deutsche Gewerkschaftsbund ist der Auffassung, dass wir mit unserem Weg des Sondervermögens einen richtigen, einen sinnvollen Weg einschlagen.
Die VAO-Kollegen von der FDP sagen etwas anderes. Ja, auch das akzeptiere ich natürlich, dass beispielsweise die VAO erklärt, ihnen sei der Zeitraum von 30 Jahren Tilgung zu lang. In Richtung der FDP muss ich immer wieder und noch einmal, Frau Schardt-Sauer, allerdings die Frage stellen, wieso sagen Sie hier, das ist falsch, während Sie in einer anderen Landesregierung maßgeblich mitbeschlossen haben, nämlich in Nordrhein-Westfalen, dass es dort einen Tilgungszeitraum von 50 Jahren gibt. Ich will doch einfach nur sagen, es gibt da so ziemlich vieles auf dem Markt. Und so ganz konsistent sind Ihre Argumente auch nicht. Und da Sie die VAO bemühen, es ist ja in Ordnung, dass Sie das tun, will ich sagen, Herr Kollege Hahn, die VAO ist seit relativ langer Zeit, und ich glaube, Kollege Hahn, Sie, wir haben gemeinsam in einem Podium gesessen, als der Chef des Deutschen Instituts der Deutschen Wirtschaft, Herr Prof. Hüther, dort vorgetragen hat. Und ich Herrn Prof. Hüther massiv kritisiert habe dafür, dass er auf dem Weg ist, die Schuldenbremse in der Bundesrepublik tagtäglich mehr zu hinterfragen. Herr Prof. Hüther ist einer derjenigen, der sagt, das macht irgendwann keinen Sinn mehr, sondern wir müssen jetzt investieren. Ich glaube, der Kollege Schäfer-Grümbel hat das einmal formuliert mit bis dass es kracht oder die Schwarte kracht. Ich glaube, so habe ich ihn richtig zitiert. Und ich sage Ihnen ausdrücklich, ich bin völlig anderer Auffassung. Und manchmal bin ich ein bisschen verwundert über die Position der VHU. Und die, die uns kritisieren, müssen auch aushalten, dass ich Sie kritisieren, indem Sie nämlich relativ zweigeteilt unterwegs sind. Einerseits sagen, alles ganz schlimm, und andererseits aber mit Wissenschaftlern kooperieren, die eine völlig andere Auffassung haben als jedenfalls offensichtlich die Grundauffassung des Präsidiums der Hessischen Unternehmerverbände. Und ich finde, das muss man auch einmal sagen dürfen an so einer Stelle, um deutlich zu machen, dass die Debatte breiter und komplexer ist, als sie manchmal hier dargestellt wird. Und, Frau Schardt-Sauer, Sie haben es heute wieder nicht unterlassen, und es ist auch in Ordnung, dass Sie die Frage Corona-bedingt oder nicht gestellt haben. Das können Sie auch weitermachen, das sollen Sie auch weitermachen. Aber Sie selbst haben doch vorgeschlagen, beispielsweise auch in Hessen vorgeschlagen, dass wir im Zuge dieser Maßnahmen in Energiepolitik, in Wasserstofftechnologie investieren. Jetzt kann ich doch auch als Nichtphysiker oder als Nichtbiologe auf die Frage kommen, was hat denn Wasserstoff mit Corona-Pandemie oder diesem Virus zu tun? Die Frage sei mir doch genauso gestattet. Also hören Sie doch einmal auf, ständig Beispiele, einzelne Beispiele herauszuziehen, um ein Argument aufzuladen, auf der anderen Seite aber im Gegenzug genau das Gleiche zu machen, nämlich indem wir sagen, wir wollen, wenn wir jetzt konjunkturelle Stimulation brauchen, es vernünftig machen, in Forschungen, in Hightech-Forschungen, in Energie, in Klimapolitik gleichermaßen investieren und nicht nur in Beton. Ich glaube, soweit ist mittlerweile auch nicht nur die CDU, sondern die FDP gemeinsam. Wir haben uns doch verändert die letzten Jahre, was Technologie und Fortschritt und Modernität von Politik anbelangt. Kolleginnen und Kollegen, ich will auch noch etwas sagen zu dem, was wir in Form der Änderungsanträge von CDU und GRÜNEN heute vorliegen haben. Nämlich, wir nehmen das ernst. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht zuhöre. Ich glaube, ich habe jetzt mehrfach gesagt, dass wir zuhören. Manche Übereinstimmung heute hat mich fast ein bisschen erschrocken, Herr Schalauske. Es wird aber nicht dazu führen, dass wir uns in irgendeiner Form annähern. Aber es kann ja auch einmal sein, dass Sie auf den klugen Gedanken kommen, dass wir Recht haben mit dem, was wir hier vorlegen und vorhaben. Aber eines sage ich diesem Hessischen Landtag zu. Wir haben nicht umsonst gesagt, wir gehen noch einmal einen Schritt in Richtung mehr und intensivere parlamentarische Befassung, indem wir sagen, wir legen im Grunde genommen alles und jedes vor, was diese Landesregierung aus dem Sondervermögen finanzieren will, dem Haushaltsausschuss des Hessischen Landtages. Und wenn der Haushaltsausschuss oder Kolleginnen und Kollegen, die dort nicht vertreten sind, daraufhin die Idee haben, dass man das im Plenum diskutiert, dann machen wir das bitte schön. Es kann uns doch insgesamt parlamentarisch gar nichts Besseres passieren, als dass wir über die Dinge auch hier im Plenum diskutieren. Wenn sie streitig sind, sind sie streitig, aber vielleicht kommen wir ja da und dort sogar zu gemeinsamen Auffassungen. Das ist übrigens auch eines der Ergebnisse der Gespräche, Herr Schalauske. Das waren keine Kummelrunden, das waren ernsthafte Gespräche von vier demokratischen Parteien, die versucht haben, zueinanderzufinden. Und ich finde, Sie sollten das allein durch ein solches Vokabular nicht diskreditieren. Wir haben uns ernsthaft bemüht, wir haben es leider nicht hinbekommen. Ich habe das eingangs angesprochen, mir wäre es anders lieber gewesen. Aber ich akzeptiere das jetzt auch natürlich im Ergebnis. Und Kolleginnen und Kollegen,
Ich werde heute Abend, lieber Wolfgang Decker, ich sehe ihn gerade nicht, aber dem Haushaltsausschuss vorschlagen, dass wir uns zeitnah auch in der Sommerpause in diesem Ausschuss treffen, um die ersten Maßnahmen, die jetzt nicht mehr wie bisher, ja nur durch Mitteilung alle 14 Tage im Haushaltsausschuss landen, sondern die dort eine Befassung haben sollen, um das auch schon in der Sommerpause zu unternehmen. Weil einige Dinge sind jetzt so weit, dass wir ran müssen. Und insofern lade ich Sie ein, dass wir dort von mir aus auch gerne streiten. Ich hoffe aber, wie gesagt, hin und wieder auch Konsens finden bei Maßnahmen, die erforderlich sind. Gestritten haben wir über eine zentrale Frage, die mehrfach heute angesprochen worden ist, nämlich, haben wir es mit einem Problem des Jahres 2020 zu tun oder haben wir es mit einem mehrjährigen Problem zu tun? Wir sagen Letzteres und wir sagen schlichtweg nur eines. Wir wollen jetzt ein Paket, das Sicherheit, Stabilität und Zutrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik bedeutet. Das ist wichtiger denn je. Wahrscheinlich war es noch nie so wichtig in den letzten 7 Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland und dieses Bundeslandes Hessen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich der Kollege René Rock, Vorsitzender der Fraktion Die Freien Demokraten. In der zweiten Runde beträgt die Redezeit 5 Minuten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Finanzminister, Sie haben gesagt, die Debatte wäre sehr sachlich gewesen. Ich fand, die Debatte war insgesamt sachlich. Sie hatten nur Probleme, Ihre Haltung irgendwie sachlich zu erläutern. Das war das Problem, wo es hier vielleicht mal ein bisschen unsachlich geworden ist, sonst nirgends. Wir Freie Demokraten haben uns sehr intensiv eingebracht in diese Gespräche. Und jetzt versuchen Sie, und das ist ja durch den Mann mit der Engelszunge, dem Herrn Kaufmann, der mit Engelszunge redet, ja, hier deutlich geworden, Ihnen geht es doch nur um die machtpolitische Frage. Das haben Sie hier ganz offen ausgebreitet. Müssen Sie auch künftig noch irgendwie auf die Opposition Rücksicht nehmen? Sollten Sie sich etwa mit denen absprechen müssen in einer Not- und Ausnahmesituation für unser Land? Das ist doch das, worum es Ihnen hier ging, um nichts anderes, was die Engelszunge von Herrn Kaufmann hier ja ganz deutlich gemacht hat. Und es ist unlauter, hier ein Bild zu stellen, wie Sie das tun, Herr Boddenberg. Sie waren es, die auf FDP und SPD zugegangen sind und gesagt haben, kommt, legt noch etwas obendrauf, und dann dürft ihr zustimmen. Das waren doch Sie, die das hier immer wieder deutlich gemacht haben. Legt etwas obendrauf, und dann könnt ihr als SPD und FDP doch einfach zustimmen. Und das ist doch der Versuch gewesen, diesen komischen Schattenhaushalt von uns durchgewinkt zu bekommen und uns ein bisschen was zu beteiligen in dieser Frage. Das war doch nicht unser Wunsch. Das war doch das, was Sie an uns herangetragen haben. Sagen Sie doch nicht immer, wir wollten an dem Tisch sitzen und verhandeln. Sie sind doch auf uns zugekommen und haben uns Angebote gemacht. So rum war es doch und nicht andersrum. Und wir haben strukturelle, verfassungsrechtliche Bedenken gehabt. Wir haben Zeitplanbedenken gehabt. Wir wollten nicht auf 4 Jahre eine Pandemie festschreiben. Wir haben doch strukturelle Bedenken gehabt. Und Sie kamen immer mit, ach, legt doch da noch was drauf, können wir hier nicht was tun. Erst ganz am Ende der Diskussion haben SPD und FDP konkrete Vorschläge für den Nachtragshaushalt gemacht. Das war eine Forderung von Ihnen. Legt doch endlich etwas Konkretes vor. Auch das haben wir dann gemacht. Und auch das werfen Sie uns heute wieder vor als Vorschlag. Wir wollten mitregieren. Das haben Sie eingefordert. Das haben wir gemacht. Und jetzt hören Sie auf mit dieser Geschichtsklitterung. Es ist Ihre Idee gewesen, nicht unsere. Und jetzt denken Sie doch einmal, liebe CDU-Fraktion, die Landesregierung ist wohl brutalstmöglich festgelegt, aber denken Sie doch einmal in der CDU-Fraktion darüber nach, wenn die Linkspartei Ihnen Ratschläge gibt, die Linkspartei Sie auslacht für das, wie Sie dastehen, wenn die Linkspartei Sie hier vorführt und Sie nachher mit der Linkspartei gemeinsam hier so etwas beschließen, denken Sie doch einmal darüber nach, dass Sie auf dem falschen Weg sein können. Das wäre doch einmal ein Hinweis. Und wenn der Hinweis nicht reicht,
dann lesen Sie doch noch einmal die Stellungnahmen des Steuerzahlerbunds nach. Denken Sie doch noch einmal darüber nach, was der Steuerzahlerbund Ihnen aufgeschrieben hat. Und jetzt die VHU, die ja oftmals als Vorfeldorganisation der CDU agiert. Die VHU schreibt Ihnen in ihr Stammbuch rein, wo Sie falsch liegen. Die VHU sagt Ihnen, tun Sie das nicht, obwohl ein Riesenberg von Wirtschaftshilfen zur Diskussion steht. Sagt Ihnen die VHU, halten Sie ein. Auch das interessiert Sie nicht. Aber stattdessen stimmen Sie mit der Linkspartei ab. Denken Sie mal drüber nach. Denken Sie mal drüber nach. Denken Sie doch mal drüber nach, die Familienunternehmer. Das war ja fast wie ein Kaffeekränzchen mit Konservativen und Liberalen, die dort auf ihrem parlamentarischen Abend Weisheiten ausgetauscht haben. Das war wie Familie. Die Familienunternehmer sagen Ihnen als Union, lassen Sie das, tun Sie das nicht. Der Deutsche Beamtenbund sagt Ihnen, hören Sie auf damit, lassen Sie das. Nein, Sie entscheiden sich für den Weg der Linkspartei. Überlegen Sie mal, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wie weit es gekommen ist, wie weit Sie sich verbiegen, nur um grüne Wunschprojekte am Ende noch umsetzen zu können. Gehen Sie noch einmal in sich. Und es ist ja jetzt schon mehrfach zur Sprache gekommen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass bei so einer grundlegenden, grundsätzlichen Frage der Zukunft des Landes Hessen bis heute der Ministerpräsident sich dazu nicht öffentlich hier an dieser Stelle im Hessischen Landtag geäußert hat. Noch kein Wort des Ministerpräsidenten zu diesem Thema in dieser Debatte. Das, auch das kann ich nicht nachvollziehen. Herr Kollege Rock, die Redezeit ist abgelaufen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich kann nur feststellen, der größte Wortbruch, den ich in den 12 Jahren in diesem Hessischen Landtag festgestellt habe, das größte Umfallen einer Fraktion, werden Sie als CDU-Fraktion hier uns vorführen. Ich kann Sie nur davor warnen, lassen Sie das, kehren Sie zurück wieder zu Ihrer alten Politik. Wir reichen Ihnen die Hand dazu. Vielen Dank. Ebenfalls in der zweiten Runde liegt mir vor eine Wortmeldung des Kollegen Michael Reul für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, je lauter Sie schreien, mit je größeren Vergleichen, was hier eigentlich passiert, desto weniger kommen Sie zu Ihren Argumenten. Gerade bei den Ausführungen des Kollegen Rock habe ich eigentlich kein Argument gehört, außer nur irgendwelchen großartigen Vergleichen über Geschichtsklitterung und verschiedenen anderen Dingen. Herr Kollege, tragen Sie uns doch Ihre Argumente vor. Dann können wir uns mit Ihnen an dieser Stelle auch auseinandersetzen. Aber wissen Sie, wir diskutieren hier gemeinsam. Ja, Sie haben vielleicht alleine keine Argumente mehr. Das tut mir ja leid für Sie. Aber deshalb an dieser Stelle, Herr Kollege Rock, eins geht definitiv nicht. Das geht definitiv nicht, die Vorwürfe, die Sie gegenüber unserem Finanzminister an dieser Stelle machen. Sie stellen es dar, als wäre in den Verhandlungen es so gewesen, die CDU und Grünen wären auf Sie zugegangen, hätten gesagt an dieser Stelle, ja, wo sind die Millionen, was wollt ihr haben, dass ihr zustimmt? Herr Kollege Reul, Herr Kollege Rock hat eine Zwischenfrage, lassen Sie die zu. Großen Wert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was hier unterstellt wird unserem Finanzminister, ist unlauter. Unlauter durch und durch. Und wie gesagt, jeder, der in den Verhandlungen dabei war, hat gesehen, wie wir gekämpft haben um Kompromisse, um Linien, um das gemeinsam auf den Weg zu bringen. Wir haben uns so sehr bemüht, in mehreren Runden, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir letztendlich nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen sind. Dies ist bedauerlich. Aber letztendlich waren gewisse Positionen zum Schluss von Seiten der Opposition nicht mehr verhandelbar. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, es hilft Ihnen auch nicht,
irgendwelche Dinge aus der Verhandlungsrunde nach außen zu tragen. Das macht Ihre Position nicht besser, das macht es nicht glaubwürdiger. Kommen Sie hier vor, kommen Sie mit Ihren Argumenten hier vor, argumentieren Sie, aber sagen Sie nicht an dieser Stelle, wie in der Verhandlung angeblich von Seiten der CDU und der GRÜNEN verhandelt worden ist an dieser Stelle. Dies entspricht nicht der Wahrheit, was Sie hier gesagt haben. Das wissen Sie auch selbst. Und deshalb abschließend von meiner Seite. Wir diskutieren heute über den Artikel 141. Der Kollege Müller hat dort schon sehr vieles dazu gesagt. Das will ich alles nicht wiederholen, sondern es geht uns darum, dass wir in dieser Woche die Grundlage legen für die Menschen in Hessen, für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Wir wollen, dass wir dort eine Perspektive den Menschen geben können im Rahmen eines Sondervermögens, im Rahmen dessen, was wir im nächsten Tagesordnungspunkt gemeinsam verhandeln, nämlich mit den kommunalen Leistungen und Unterstützungen, die wir geben wollen. Das sind die wichtigen Punkte, auf die es uns ankommt. Und bitte, Sie können ja gerne so weitermachen, aber kommen Sie doch wieder zurück emotional, kommen Sie zurück zu Ihren Argumenten und lassen Sie sich nicht andauernd wieder nur so hinter die Fichte führen. Es hilft Ihnen nicht. Sie waren jetzt einmal an dieser Stelle etwas mit den Argumenten über. Herr Kollege, Sie haben, glaube ich, hier noch kein einziges Mal gesprochen zu dem Thema. Kommen Sie doch hier vor, tauschen Sie Ihre Argumente hier mit uns aus an dieser Stelle. Meine Damen und meine Herren, es geht hier um Wichtigeres. Es geht hier nicht um das politische Klein-Klein. Es geht hier darum, dass wir für die Menschen Lösungsmöglichkeiten anbieten, und nicht in einem halben Jahr, sondern jetzt und heute. Herzlichen Dank. Herr Kollege Reul, jetzt hat Herr Grüger sich gemeldet, aber ich glaube, es hat sich erledigt. Nächster Redner ist der Kollege Thorsten Warnecke für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, Herr Pentz, keine Schärfe. Ich glaube, die Diskussion war bislang überhaupt sachlich, und nicht nur am heutigen Tage, wenn Positionen, wie sie auch unsere Fraktionsvorsitzende Frau Faeser vorgetragen hat, deutlich gemacht werden, sollte man die nicht kritisieren. Und was man auch nicht kritisieren sollte, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist folgender einfacher Satz, den es auch in der Kindererziehung gibt, dass Regeln gelten sollen. Und Regeln gelten immer dann, wenn sie angewendet werden. Und man kann danach Regeln ändern. Und das ist der eigentliche Punkt. Ich habe weder im Koalitionsvertrag von Grün und Schwarz noch in den Initiativen der LINKEN in den letzten Jahren gemerkt, dass Sie diese Regelung dringend abschaffen wollen. Haben Sie das vorsätzlich nicht gemacht, wenn Sie so intensiv daran interessiert waren, dass diese Regelung unbedingt weg muss? Es gibt doch da gar kein Argument, was Sie hier ernsthaft vorbringen. Sondern wenn diese Regelung gilt, und mein Kollege Schmidt hat ja auf die Probleme hingewiesen, und Sie haben es trotzdem beschlossen, gleichwohl Sie selber der Auffassung sind, es verfassungswidrig, schreiben das aber gar nicht in den Gesetzestext als Begründung rein. Das wäre doch eine Begründung. Das überzeugt Richter. Wenn Sie einfach schreiben, nicht wegen Anwendung oder so einem Kram, wir haben da ein verfassungswidriges Gesetz, das muss weg. Das wäre doch mal was. Warum machen Sie das nicht? Frau Justizministerin, warum haben Sie nicht im Kabinett vor der Krise gesagt, Leute, wir haben da ein Gesetz, das muss dringend weg? Warum in der Anwendung, in der ersten erfolgreichen Anwendung, insofern ist das auch noch falsch, was Sie da behaupten, es hat nämlich eine erste erfolgreiche Anwendung in diesem Parlament gegeben. Und jetzt ist die zweite Anwendung vor der Tür. Und dort haben wir einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Und jetzt haben offenkundig mehrere Fraktionen unterschiedliche Nachtragshaushaltsvorstellungen. Wo ist das Problem? Da kann man sich möglicherweise einigen im Parlament. Ist das überhaupt gewünscht? Nein, man formuliert etwas noch einmal. Und das ist unser Problem dabei, als eine Partei, die sehr stark kommunalpolitisch verankert ist. Sie geben den Kommunen für die nächsten 4 Jahre vor, dass Corona-bedingt nur 2,5 Milliarden € zur Verfügung stehen. Der Rahmen ist klar, und den wollen Sie setzen. Für alles andere haben Sie dann Verwendung. Übrigens in einem Rahmen von ungefähr 120 Milliarden Haushalte, die wir in diesem Jahr und im nächsten vor uns haben, sagen Sie, die Kommunen können maximal mit diesem Vertrag leben. Meinen Sie, dass das klug ist? Es mag sein, dass es die Verhandlungsposition der Landesregierung stärkt, weil die immer sagen kann,
Tja, Leute, der Landtag wollte das so. Ich kenne ja den Satz. Aber das ist doch ein Grund, weshalb man dagegen sein muss. Sie selber kaprizieren sich auf die nächsten Steuerschätzungen. Das waren doch alles unsere Argumente. Und jetzt auf einmal tun Sie so, als wenn das gar keine Rolle spielt. Und das sind auch die Bedenken des Rechnungshofes. Und Sie selber wollen ja offenkundig noch weitere Haushalte beschließen, wie ja immer kam, ganz kleinteilig, kennen wir ja. Wir hatten mal einen Antrag eingebracht über 7,5 Milliarden. Den haben Sie einfach abgelehnt. Da ging es darum, dass wir den Ausländerbeiräten helfen wollten beim Kommunalwahlkampf. Das waren 7,5 Milliarden Promillecent, also 7.500 Euro. Das war in dem Haushalt nicht darstellbar. 7.500 Euro. 7.500 Euro, einfach abgelehnt. Um mal die Beziehung zwischen Opposition und Regierungsfraktionen im normalen Miteinander. Die haben dann 2.500 Euro im Haushalt, 2.500 Euro für ganz Hessen. Das ist die Bombe. Ich hätte ja als Regierungsfraktion gesagt, sag mal, wenn die nur 7,5 wollen, machen wir mal 12. Sprengt den Haushalt ja noch nicht annähernd. Aber nichts, Sie lehnen sowas ab. Und das ist doch das Problem, das wir in diesem Landtag haben. Und das ist zugespitzt mit so einer Zweidrittelregelung. Jetzt muss man sich mit der Opposition unterhalten. Und man sagt selber, man hat nur einen einzigen Weg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt nie nur einen einzigen Weg. Denn auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie ja bewiesen, dieses sogenannte Sondervermögen-Schattenhaushalt hat es ja schon beim ersten Nachtragshaushalt nicht gegeben. Es gibt also einen Weg, Nachtragshaushalte. Sie verlassen den gemeinsamen Weg. Und weil Sie diesen gemeinsamen Weg verlassen, sagen Sie, schuld sind die anderen, wenn die sagen, das war doch mit den Nachtragshaushalten eine gute Idee. Können Sie das mal intellektuell näher begründen, warum Sie den Weg verlassen und uns sagen, wir seien schuld? Gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Machen Sie doch einen Nachtragshaushalt. Kriegen Sie wir gemeinsam hin. Also das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind, und wir werden ja übrigens einen Nachtragshaushalt bekommen, weil das ja alles haushaltsrechtlich noch abgesichert werden muss. Es geht ja nicht nur um Ihr Schattenhaushaltssystem, sondern es geht ja dann am Ende doch wieder um den Nachtragshaushalt. Das ist doch das, was die Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen. Und wie gesagt, das hat Frau Hambrücher sehr deutlich damals formuliert, so etwas macht man nicht. Herr Kollege Warnecke, Sie sind am Ende Ihrer Redezeit. Und jetzt danke ich dem Herrn Präsidenten ganz herzlich dafür, dass es 11 Sekunden länger sein durfte und wünsche uns noch gute Beratung. Danke schön. Danke, Herr Kollege Warnecke. Nächster Redner ist der Abgeordnete Jan Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Warnecke, ich muss sagen, das war jetzt ein ziemlich plumper Versuch. Die Linke hat, und das ist nachzulesen in den Protokollen der Plenardebatten der letzten Jahre, immer und immer wieder unmissverständlich klargemacht, dass wir die Schuldenbremse für ein Investitionshemmnis handeln. Wir haben immer wieder klargemacht, dass wir glauben, dass es einen handlungsfähigen Staat in der Krise verhindert und dass die Schuldenbremse dazu führt, dass wir uns an kommenden Generationen versündigen, weil wir eben keine gute öffentliche Infrastruktur hinterlassen. Das können Sie, das kannst du in allen Plenardebatten der letzten Jahre nachlesen. Und wir werden auch in dieser Legislatur darüber zu reden haben, dass das leichte Sägen an der Schuldenbremse, die ersten sozusagen Abmilderungsschritte, die Schwarz-Grün jetzt geht, nicht ausreichen und dass wir kurz-, mittel- und langfristig darüber reden müssen, wie wir im Land und Bund auch unter den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen die Schuldenbremse wieder überwinden können, weil es sich schon in weiten Teilen des politischen Spektrums, weit jenseits der Partei DIE LINKE, herumgesprochen hat, dass die Auferlegung solcher Fesseln ein großer Fehler war, um unser Gemeinwesen am Laufen zu halten. Aber wir werden also über entsprechende Initiativen zur Überwindung der Schuldenbremse zu reden haben. Was aber nicht geht, lieber Kollege Warnecke, ist, dass die SPD einerseits 2011 massiv für die Schuldenbremse getrommelt hat,
dann 2013 gesagt hat, die Zweidrittelregelung, die geht aber gar nicht, die ist möglicherweise verfassungswidrig, und jetzt aber sagt, nein, wir müssen unbedingt die Zweidrittelregelung einbehalten, weil sie ist im Gesetz geschrieben. Das finde ich keine kohärente Position, und darüber sollten Sie nachdenken, bevor Sie mit Ihrem Finger auf die Linke zeigen. Jetzt aber zum Finanzminister und zu unseren neuen Freunden von der Hessen-CDU. Die Hessen-CDU sagt, sie hätte Gespräche, ernste Gespräche hinter verschlossenen Türen mit den demokratischen Parteien geführt. Sie sagen also, die Linke ist keine demokratische Partei, mit der wir auch nicht. Ja, vom parlamentarischen Arm des Rechtsterrorismus brauchen wir uns hier keine Belehrungen anhören. Aber Sie sagen also, die Linke sei keine demokratische Partei, mit der reden Sie nicht. Was dann aber nicht geht, Herr Boddenberg, ist dann, Vorschläge in der parlamentarischen Debatte aufzugreifen, wie die demokratische Kontrolle des Parlaments gestärkt werden kann, Vorschläge, die von der Opposition, in dem Fall von der LINKEN, gekommen sind, das aber klammheimlich zu übergehen und nicht zu sagen, woher sie kommen. Vielleicht schämen Sie sich vor Ihrer Basis, dass Sie Verbesserungsvorschläge zur demokratischen Beteiligung des Parlaments von der LINKEN aufgreifen. Aber keine Sorge, wir werden Sie und die hessische Bevölkerung daran erinnern, woher diese Vorschläge gekommen sind. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Herr Lambrou hat mir mitgeteilt, dass Sie die AfD als parlamentarischen Arm des Rechtsradikalismus bezeichnet haben. Ist das richtig? Des Rechtsterrorismus, ist das richtig? Dann muss ich das rügen, Herr Kollege Schalauske. Das ist nicht den parlamentarischen Gepflogenheiten entsprechend. Der Kommentar zu rügen ist zu unterlassen. Und das heißt, auch klatschen zu rügen ist zu unterlassen. Das will ich sehr auch deutlich feststellen. Fürs Protokoll will ich noch etwas festhalten, denn es ist behauptet worden, dass der Vorsitzender des Haushaltsausschusses nicht anwesend war. Ich bin der Zeuge, Kronzeuge. Kollege Decker ist dauerhaft anwesend in dieser Debatte gewesen. Und ich gehe davon aus, er wird auch dauerhaft anwesend bleiben. Das will ich durchaus noch einmal richtigstellen. Jetzt darf ich erteilen das Wort für die AfD-Fraktion dem Kollegen Heidkamp im Rahmen der zweiten Runde. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Herr Schalauske, bei Ihnen erlebt man Höhen und Tiefen. Ansatzweise bin ich begeistert von Ihren Kenntnissen, und dann kommt der tiefe Absturz. Die Schuldenbremse hat mit den Investitionen nun einmal gar nichts zu tun. Die Schuldenbremse ist nur ein Instrument, um die Fraktionen, die Regierungen zu vernünftigem Verhalten zu bringen. Sie reden immer nur von Investitionen, wenn Sie vom Staat reden. Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass die privaten Vermögen die staatlichen Vermögen bei Weitem überschreiten? Wenn wir hier keine Investitionen haben, in Hessen, dann ist das ein Zeichen, dass Hessen nicht richtig aufgestellt ist, damit private Investoren hier ihr Geld anlegen. Es gibt noch ein anderes Element, das ich sehr interessant finde. Ich finde diese Idee gut, dass man sagt, wir investieren jetzt Billionen in eine Krise. Nehmen wir dieses Geld doch in die Hand, um eine Technologielücke zu überspringen, und gehen wir gleich auf die Zukunft. Mit dieser Idee sind wir absolut einverstanden. Was ich nicht sehe, ist, dass Sie wissen, wo wir hinspringen. Sie sagen niemals, wo Sie hinwollen. Sie sagen immer, wir wollen die 20 Jahre überspringen, so wie die Chinesen keine Verbrennungsmotoren mehr machen wollten, sondern gleich auf die E-Elektrizität, auf die E-Autos übergestiegen sind, weil sie nicht mitkamen, weil sie das nicht machen konnten. So, diese Idee, wann bringen Sie das denn? Wann sagen Sie uns denn mal, wo Sie hinwollen mit Ihrer Zukunft? Das ist ja bei einer Staatsquote von 50%.
ist es schon eine Frechheit zu sagen, dass wir kein Geld haben für Investitionen. Das haben wir damals schon gesagt bei den ersten Haushaltsverhandlungen. Schauen Sie sich die Haushalte einmal an, und zwar in den Kommunen, in den Ländern, im Bund und auch noch in der EU. Was wir an sozialen Ausgaben haben, das brauchen wir doch gar nicht. Wenn es den Privaten, wenn die Privaten auskömmliche Einkommen erzielen, brauchen wir diese Schulden doch gar nicht. Dann brauchen wir die Sozialen doch gar nicht. Das müssten Sie einmal auf Ihre Fahnen schreiben. Das ist doch ganz einfach. Aber das scheint in Ihren Lehrbüchern nicht vorzukommen. Das ist Ihr Problem. Herzlichen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind damit am Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 112. Das ist die zweite Lesung gewesen. Die dritte Lesung ist beantragt. Ich gehe davon aus, dass wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung an den HHH weiterverweisen. Das ist der Fall. Dann machen wir das so.